Kane for Return. Kane wird für zwei House-Shows in Louisiana zum ersten Mal seit Crown Jewel wieder in einen WWE-Ring steigen. Lokal werden Matches gegen Braun Strowman beworben. In einem Interview mit sport1.de spricht Roman Reigns unter anderem über das vermeintliche Konkurrenzprodukt von All Elite Wrestling und revidiert Aussagen seines Ex-Shield-Partners Seth Rollins. Rollins, der zuvor angab, die WWE werde die neue Konkurrenz umhauen, sei bei seiner Aussage noch zu großzügig gewesen, als er diese als Konkurrenz betitelte. Er selbst sehe derzeit keine Bedrohung durch andere Ligen. Reigns zufolge sei er zwar froh darüber, dass zurzeit die Wrestler rund um den Globus Geld bei unterschiedlichen Promotions verdienen können, jedoch sei die WWE weiter unangefochten an der Spitze. Er betont die Qualität des Rosters und die Arbeit auf Social Media, die weltweit einzigartig in der Unterhaltungsbranche ist. Andere Produkte kämen längst nicht an die Standards heran, die von WWE gesetzt wurden. Er selbst hält einen Wechsel für ausgeschlossen. Wie Selina Vega auf Twitter bekannt gab, hatte sie kürzlich mit mehreren aufdringlichen Fans zu kämpfen. Es sei sogar so weit gekommen, dass sie entsprechende Schritte gegen diese einleiten musste. Sie sei froh über jeden Fan und sei bereit, mit diesen zu sprechen, allerdings seien von einigen die Grenzen überschritten worden. Sie wünsche sich etwas Respekt vor ihr und ihrer Familie. Dave Meltzer vom Wrestling Observer zufolge trete Ricochet derzeit mit einer Verletzung an. Es handle sich um eine Infektion im Ellenbogen. Für Raw wurde Ricochet bewusst in einem 3 gegen 3 Tag Team Match eingesetzt, um sich zu schonen. Derzeit weicht die WWE nicht von ihren Planungen vom Match zwischen Ricochet und AJ Styles beim SummerSlam ab. Bist du schon Abonnent des Spotfight Podcasts? Wenn nicht, dann klick jetzt rüber und hör dir unsere Audioshows an. Mit dabei sind unsere Sprecher Jonathan und Tobi. Auf geht's! Jetzt abonnieren! Sowie zwei Wrestler und weitere Experten. Klickt rüber, it's Go Time!